Ja, wir starten mit unserer Serie zum Thema Online-Dating. Hier jetzt erstmal 7 No-Gos für die erste Nachricht. Auf geht's. Als erstes, lass das Hey weg. Wir haben festgestellt, dass 60% aller Männer ihr Anschreiben mit einem Hey beginnen. Nutz irgendeine andere ausgefallene Begrüßung. Damit kriegst du direkt das Interesse deines Chatpartners oder deiner Chatpartnerin. Hilft auf jeden Fall umso eher dabei, direkt eine Antwort zu bekommen. Dann, man meint nicht, dass es Menschen machen, aber es gibt tatsächlich viele Männer da draußen, die direkt in der ersten Nachricht die Frau nach Sex fragen. Und mach dir auch mal klar, die meisten Mädels wollen sich nicht mit dir direkt bei dir zu Hause treffen oder wollen dich nicht direkt in ihre vier Wände lassen. Das heißt, triff dich doch erstmal an einem, also wenn du ein Treffen vorschlägst, super, ja, aber triff dich erstmal an einem öffentlichen Ort. Das ist für die meisten Frauen viel, viel entspannter. Das nächste sind so das Thema, also absolutes No-Go, No-Go Nummer 3 sind Copy-and-Paste-Nachrichten. Finde ich, geht gar nicht. Stell dir mal vor, die Mutter deiner Kinder oder der Mann deiner zukünftigen Kinder, die Person hast du vielleicht kennengelernt durch eine Nachricht, die du einfach nur wie wild ins Internet kopiert hast. Ist doch irgendwie auch ein bisschen unromantisch. Auch würde ich zu lange Nachrichten weglassen. Wir sehen immer wieder Nachrichten von Singles, so Anschreiben, die halt super, super lang sind. Du willst es deinem Gegenüber ja möglichst einfach machen, dir zu antworten. Das heißt, fass dich lieber kurz beim ersten Anschreiben. Also vielleicht so als Daumenregel, so 2 bis 7 Sätze ist eine gute Länge für eine erste Nachricht. Was du auch nicht so viel machen solltest, ist Komplimente. Komplimente sind gut, sind toll, alle kriegen gern Bestätigung, yay, aber nicht so viele. Nicht irgendwie, oh, du hast so tolle Augen, so tolle Haare und boah, dein Hobby und dein drittes Bild, wow. Mach vielleicht ein bisschen weniger, ist hier mehr, also lieber ein gutes Kompliment, was richtig sitzt, statt halt irgendwie den anderen mit Komplimenten zu überhäufen. Und das 7. No-Go beim Anschreiben ist der Fragenkatalog. Also so ein Chat soll ja kein Verhör sein. Stell lieber sinnvolle Fragen, die dich auch wirklich interessieren, statt dein Gegenüber hier mit Fragen zu fluten. Das erhöht extrem die Chance, dass du auf deine erste Nachricht auch eine Antwort bekommst.